Der Türsteher Bobby Lochau ist mehrfach wegen Gewaltdelikten vorbestraft und steht unter Bewährung. Als er die attraktive Silvia kennenlernt, hat er endlich ein Ziel in seinem Leben gefunden. Er will seine hübsche neue Freundin groß rausbringen und tatsächlich stehen die Chancen gut. Doch dann will sich das angehende Model kurz vor ihrem ersten Shooting die Lippen unterspritzen lassen, was gründlich schief geht. Bobby Lochau sieht die Modelkarriere seiner Freundin schwinden und der Arzt lehnt die Zahlung von Schadenersatz rigoros ab. Hat der impulsive Türsteher deshalb alle guten Vorsätze über Bord geworfen und aus Rache ein Feuer gelegt und damit seine Bewährung aufs Spiel gesetzt? Sie heißen Bobby Lochau, geboren 23. Mai 1980 in Hameln. Sie wohnen in Hameln, Sie sind ledig, Security-Mitarbeiter, also Türsteher und seit dem 16. September 2012 in Untersuchungshaft in der JVA Roßdorf. Nachdem er von dem Arzt Dr. Michael Hartmann vergeblich eine Entschädigung für die missglückte Lippenunterspritzung seiner Freundin verlangt hatte, steckte der Angeklagte am 15.09.2012 gegen 21.30 Uhr von außen durch das gekippte Fenster den Vorhang des Wartezimmers von dessen HNO-Praxis in Hameln in Brand, obwohl er wusste, dass sich der Arzt noch in seinem Büro befand. Bevor sich das Feuer jedoch vom Wartezimmer auf weitere Räume ausbreiten konnte, wurde der Brand durch dessen zufällig vorbeikommende Ehefrau Christine Hartmann gelöscht. Durch das vollständig ausgebrannte Wartezimmer entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Der Angeklagte wird somit des versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung beschuldigt. Sie haben die Anklage gehört, wollen sich dazu äußern? Ja klar. Ich habe das Feuer nicht gelegt. Früher hätte ich den Typen vielleicht auf die Fresse gehauen oder sowas. Aber jetzt, da ich Silvia kennengelernt habe, habe ich mich geändert. Sie hat aus mir einen anderen Menschen gemacht. Naja, Sie sagen früher, ne? Früher haben Sie sehr impulsiv gehandelt. Warum soll es denn diesmal anders gewesen sein, Herr Lochau? Ach, Silvia und ich, wir wollen uns eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Ich würde sowas nicht mehr machen. Ja, und geht auch nur, wenn er seine Bewährung gut hinter sich bringt. Richtig. Warum sollte ich dann auf der Zielgeraden so einen Scheiß bauen? Und wie stellen Sie sich diese gemeinsame Zukunft denn vor? Das ist ganz einfach. Das erste Mal, wo ich sie gesehen habe, wusste ich gleich, die hat das Zeug zur Modelkarriere. Ich meine, sie Model, ich Manager, Traumduo. Kann man nichts gegen tun. Also, wenn wir immer durchstarten, kann uns nichts mehr aufhalten. Nicht ein bisschen blauäugig? Das sagen Sie, aber wenn Sie Silvia mal sehen würden, die haut jeden vom Hocker. Aber Schönheit ist ein vergängliches Gut. Hm? Das stimmt natürlich. Wenn sie irgendwann zu alt ist zum Modeln, werden wir halt mit dem Geld, was wir auf der hohen Kante gesetzt haben, einen Edelclub oder so aufmachen. Ich werde bestimmt nicht als Türsteher enden. Prima, dann gemeinsam alt werden, aber auf dieses Jetset-Leben, das Sie angesprochen haben, da werden Sie lange Zeit verzichten müssen. Ja, das ist alles totaler Schwachsinn. Wir waren so kurz davor, den Durchbruch zu schaffen. Und jetzt sitze ich hier unter U-Haft, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich meine, eigentlich muss ich mich um Ihre Karriere kümmern. Ich habe ja auch Geld investiert, ne? Ich meine, allein der Busen, wie teuer der war, der alte war einfach zu klein. Die Haare, so ein Model muss ja auch immer trendy sein, ne? Ich habe bestimmt 10.000 Euro investiert. Viel Geld für einen Türsteher, oder? Ja, ist schon eine Menge Geld, vor allem, da ich nicht regelmäßig Jobs habe zurzeit. Haben Sie denn für diese, ich nenne es mal Investitionen, auch Schulden gemacht? Ja, ich habe mir 500 Euro von meinem Kumpel ausgeliehen. Weil als ich diesen Sander kennengelernt habe, meinte der will sich die mal angucken. Und dann muss sie natürlich auch nach was aussehen, ne? wie aus dem Ei gepellt. Also Sie meinen Karl Sandner, den Fotografen? Der war voll begeistert von meiner Freundin und meinte, der bringt sie groß raus und dies und das. Der hat nur Müll geredet, der wollte sich nur an sie ranmachen. Also zumindest einen lukrativen Auftrag soll es doch gegeben haben, oder? Ja, mit so zwei Models irgendwie auf Mallorca, da hat er sie für ein Fotoshooting durchgeboxt. Und das hat aber leider nicht geklappt, weil er hier im Mund dann angeschwollen war. Hat er sich dann ein anderes Model geholt. Wie viele Tage vor diesem geplanten Shooting war das denn, als sich Ihre Freundin da die Lippen unterspritzen lassen hat? Vier Tage. Vier Tage? Sind nicht ein bisschen leichtsinnig, vier Tage vor dem Shooting? Ja, das ist eigentlich ganz normal. Das ist ja kein Problem. Wenn sie nicht an diesen Kurpfuscher geraten wäre, dann hätte sie auch Fotoshooting gekriegt und alles wäre in Ordnung. Hatten wir kein Shooting, keine Gage. Ich meine, wir reden hier über 3.000 Euro. Viel Geld, das sie dringend nötig gehabt hätten. Denn sie hätten auf einen Schlag ihre Schulden begleichen können. Sind sie deswegen zu dem Arzt gefahren, weil sie ihr Geld, dieses Geld, fordern wollten? Nein, ich habe nichts gemacht. Ich bin hingefahren und dann wieder zurück. Also hingefahren und zurück. Zurück, weil er Ihnen kein Geld gegeben hat. Entschuldigung, Sie sind schon hin zu ihm, oder? Weswegen sind Sie? Haben Sie da nicht das Geld gefordert? Ja, na klar habe ich das Geld gefordert. Dann sagen Sie ich meine auch. Er ist ja auch schuld dran. Ich bin hingegangen
Und dann sagt der zu mir, dass er noch von mir 400 Euro haben will für den Eingriff. Ne? So ein Schwachsinn. Dann habe ich gesagt, ey, bei dem ist nichts zu holen, wollte ich gehen. Meint er noch irgendwas von wegen, juristisch kann ich ihm nichts anhaben oder so. Gut, also haben Sie es persönlich geregelt. Haben Sie deshalb die Praxis in Brand gesetzt? Ich habe sie nicht in Brand gesetzt. Ich frage Ihren Mandanten. Ja. Ach, ich habe die bestimmt nicht in Brand gesetzt. Ich habe mich geändert. Ja, und zwar ohne dem Arzt auch nur irgendein Haar zu krümmen. Ja? Ich habe dem nichts angetan. Ganz genau. Und zwar warum, Herr Staatsanwalt? Weil er eben an seine Freundin gedacht hat, weil er an die offene Bewährung gedacht hat. Ganz klar. Ein Denker. Das heißt, der Arzt hat ihm gesagt, nein, da ist nichts zu holen bei mir. Juristisch geht gar nichts. Im Gegenteil, will doch Geld. Da sind Sie einfach wieder gefahren. Sind Sie nochmal zurückgekommen dann zur Praxis? Nein, nein. Wie sind Sie heim? Ich bin mit meinem Motorrad dann nach Hause gefahren. Im Übrigen, bevor wir uns jetzt hier in Spekulationen verlieren hinsichtlich meines Mandanten, es gibt ja immer noch diesen Fotografen Sandner, den haben wir ja schon gerade gehört, ja? Und der war sicherlich auch nicht erfreut, dass seine Freundin ausgefallen war. Es war ja als das neue Topmodel da angekündigt. Wir werden ihn dann nachher noch hören. Ja. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, oh, noch dass er zumindest ein Motiv hätte, hier die Praxis anzuzünden. Der Arzt war ja schließlich schuld, dass das Model ausgefallen ist. Dem traue ich das auch zu. Ja. Der ist doch froh, wenn er mich los ist. Und dann, Herr Kollege, haben wir noch eine. Und zwar die Ehefrau des Arztes. Die war ja auch zum Tatzeitpunkt zumindest in der Nähe der Praxis. Sie spekulieren jetzt. Nein, das spekuliere ich jetzt nicht, ja. Das weiß ich. Fakt ist, die Ehe kriselt. Und da gibt es doch genauso Potenzial. Na. Also das heißt, Sie haben zwei weitere Leute, die Sie überhaupt völlig außer Betracht gelassen haben, wie immer. Noch jemand? Das wär's vorerst. Oder noch Fragen? Keine Fragen. Dann tritt mir die Beweisaufnahme ein. Dr. Michael Hartmann, bitte. Guten Tag, Herr Dr. Hartmann. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Sie wissen, dass erst Zeuge die Wahrheit sagen müssen, wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Dr. Michael Hartmann, 40 Jahre alt, Sie wohnen in Hameln, Sie sind verheiratet, Facharzt für Hals, Nasen, Ohren, verwandt, verschwägt mit dem Angeklagten nicht. Der Angeklagte soll ja über ein gekipptes Fenster Ihr Warteraum in Ihrer Praxis in Brand gesetzt haben. Auslöser des Ganzen soll gewesen sein, dass er Sie für das missglückte Lippenunterspritzen seiner Freundin verantwortlich gemacht hat. Also Missglück kann man ja wohl nicht sagen. Also der Eingriff war einwandfrei und dass die Frau Neuer eine allergische Reaktion zeigt, da trifft mich keine Schuld. Also wenn wir uns mal dieses Foto hier ansehen, Sie können es ja da an der Tafel auch anschauen, also unter einem gelungenen Eingriff stelle ich mir dann doch was anderes vor. Also die Unterspritzung ist perfekt gelungen. Die Lippen sind hundertprozentig symmetrisch, so soll es sein. Und die Schwellung und die Färbung, die Sie sehen, die sind auf die allergische Reaktion gegen das Kollagen zurückzuführen. Kommt es dabei oft zu allergischen Reaktionen? Also ca. 3% der Menschen sind dagegen allergisch. Und ein Risiko lässt sich da nie ganz ausschließen. Ach, das ist total Schwachsinn. Ich habe mich nämlich informiert. Gute Ärzte benutzen gar kein Kollagen mehr heutzutage. Die nehmen Hyaluronsäure oder wie das auch heißt. Und da ist nämlich das Risiko bei null. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das stimmt zwar, aber Kollagen bleibt immer noch die bessere Wahl, weil es vom Körper langsamer abgebaut wird. Ja, und wenn man Wochen vorher einen Allergietest macht, dann gibt es da überhaupt keine Probleme. Lassen Sie uns mal zu einem Besuch des Angeklagten in Ihrer Praxis kommen. Wieso waren Sie denn da so spät abends überhaupt noch dort? Ja, ich hatte Papierkram zu erledigen. Und leider hatte ich vergessen, nach dem letzten Patienten die Tür abzuschließen. Ja, und als es dann klingelte, dann bin ich dann vorne zum Tresen und da steht auch schon der Herr Lochau da und schreit rum wie so ein Verrückter. Ich solle ihn Schadensersatz zahlen und angeblich, weil ich seine Freundin das Gesicht entstellt hätte. Hat er Sie bedroht? Ja, nicht direkt, aber gucken Sie sich doch die Oberarme mal an. Natürlich war mir ein bisschen mulmig. Darum habe ich auch versucht, Ihnen das ganz ruhig zu erklären. Aber das ging ja nicht. Der ist richtig abgedreht und hat die ganzen Patientenakten da vom Tresen gehauen. Was haben Sie denn zu seiner Forderung nach Schadensersatz gesagt? Ja, natürlich abgelehnt. Und als er merkte, dass nichts zu holen war, da ist er richtig wütend geworden. Und hat mir fast ins Gesicht geschlagen. Ja, und habe ich? Habe ich nicht. Weil ich mich geändert habe. Ey, so ein Schwachsinn. Also zusammenfassend kann man sagen, es gab auf jeden Fall keinen Übergriff. Nein, das gab es nicht. Er ist dann gegangen, hat mir dann noch hinterhergerufen, dass man solch jemanden wie mich die Lizenz entziehen sollte. Ist auch so. Ja, und ich war froh, dass er weg war. Ne? Und was haben Sie anschließend dann gemacht? Ja, natürlich sofort die Tür abgeschlossen. Dann habe ich die Akten zurück auf den Tresen geräumt, habe das Licht ausgemacht und bin zurück zu meinem Schreibtisch. In meinem Büro. Und kurz darauf muss dann das Feuer gelegt worden sein. Haben Sie davon irgendwas mitbekommen, wie das Feuer gelegt wurde? Nee, leider nicht. Durch den Besuch bin ich so durcheinander gewesen, dass ich erst mal Musik anmachen musste, um erst mal wieder runterzukommen. Wann haben Sie denn bemerkt, dass was nicht stimmt? Etwas später, da roch das verbrannt. Ich habe dann die Musik ausgemacht und habe dann Geräusche gehört. Ich bin dann gleich nach vorne und da stand auch schon meine Frau mit dem Feuerlöscher
im Gange und überall war Rauch. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Mhm. Laut Brandgutachten ging das Feuer vom Lamellenvorhang des Wartezimmers aus. Eine natürliche Brandursache konnte ausgeschlossen werden. Der Gutachter geht davon aus, dass der Täter den Vorhang durchs gekippte Fenster in Brand gesetzt hat. Da die Glastür geschlossen war, blieb der Brand zum Glück aufs Wartezimmer begrenzt. Haben wir Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. Gut, dass meine Frau da war. Sonst wäre wahrscheinlich zu 100% die ganze Praxis abgebrannt. Und man kann froh sein, dass nicht im Gebäude noch Menschen waren. Sonst hätte ja alles passieren können. Ja, das ist alles nur, weil Herr Hartmann nicht auf Ihre finanziellen Forderungen eingegangen ist. Was wollten Sie denn mit dem Brand erreichen? Dass er doch noch zahlt etwa? Oder wollten Sie einfach nur Frust abbauen? Weder noch. Ich habe das nicht gemacht. Verstehen Sie das nicht? Ich war laut das nicht. Sachverständigengutachten musste die Praxis komplett saniert werden. Ja? Oder sie muss komplett saniert werden. Das Wartezimmer ist komplett zerstört. Auch in anderen Räumen haben sich Rußpartikel festgesetzt. Da gibt es so eine Ozonbehandlung. Inklusive der kommt man auf eine Schadenssumme von mindestens 30.000 Euro. Tja, 30.000 Euro, die ich nicht habe. Und bis ich die von der Versicherung habe, das kann dauern. Und von der Lochau ist sicher auch nichts zu erwarten. Ja, was heißt das für Ihre Praxis jetzt? Tja, das war's. Ich habe sie aufgegeben. Ich habe jetzt einen Job bei meinem tollen Schwiegervater in seiner Privatklinik angenommen, als Oberarzt. Als Oberarzt? Besonders begeistert klingt das jetzt aber gerade nicht? Ja, Schwiegervater ist so, wie ich als Arzt nie sein wollte. Er hält sich für einen Halbgott in Weiß. Und so arrogant zu anderen Menschen. Und er kann mich genauso wenig ab wie ich ihn. Und wieso arbeiten Sie dann überhaupt für ihn? In meiner Gegend war eben keine freie Stelle frei. Ja, und wegen meiner Frau wollte ich nicht wegziehen. Und ja, da musste ich eben den sauren Apfel beißen. Oh, mein Mitleid hat sich nicht. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Herr Hartmann, wer könnte denn noch Interesse daran gehabt haben, dass Sie Ihre Praxis aufgeben? Keine Ahnung. Wüsste ich nicht. Aber vielleicht gibt es da doch noch jemanden. Und jetzt auch mal in Ihre Richtung gesprochen, Herr Staatsanwalt. Denn Sie hatten ja vorhin gesagt gehabt, außer Ihrer Praxis steht da das Haus leer. Ja? Könnte denn Ihr Vermieter ein Interesse daran gehabt haben, Sie rauszugraulen? Noch einen jetzt, ja, noch einen. Noch einen, Herr Staatsanwalt. Aha. Dritter mittlerweile. Antworten, bitte schön erst. Nee, also wenn Sie jetzt meinen Vermieter meinen, nee, das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Er hat auch immer wieder gefragt, ob ich nicht meine Praxis vergrößern will. Und das ganze Gebäude wird gerade saniert von ihm, also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und Ihre Ehefrau? Ich meine, ich habe gehört, da soll es öfters Streit geben, im Übrigen wegen der Praxis. Ja, das stimmt schon. Meine Frau war nie begeistert, als ich damals die Praxis übernommen habe. Und ich kann sie gut verstehen, weil die Gegend ist eben nicht die beste und alles Billigläden und Kneipen. Ja, das Ambiente ist nicht gerade das Beste, um Privatpatienten anzuziehen, die eben nun das Geld bringen. Hat sie Sie denn gedrängt, die Praxis wieder aufzugeben? Ja, immer wieder. Immer wieder. Besonders, wo die Stelle frei wurde bei ihrem Vater. Mhm. Sie hat nie verstanden, dass ich lieber auf meinen eigenen Beinen stehe und nicht unter den Fittichen von ihrem Vater sein wollte. Aber trotzdem wollte Ihre Frau, dass Sie für Ihren Schwiegervater in der Klinik arbeiten. Ich meine, da stellt sich mir die Frage, könnte sie da eventuell nachgeholfen haben? Jetzt hat sie ihr Ziel erreicht. Sie wollen jetzt sagen, dass meine Frau das Feuer gelegt hat? Das ist total absurd. Ja, immerhin haben Sie sich am Frühstückstisch am Tattag ja gestritten. Ja, und? Und am Abend taucht Ihre Frau mir nichts, dir nichts in Ihrer Praxis auf. Haben Sie da was ausgemacht? Wir wollten uns eigentlich um 9:30 beim Italiener treffen. Wieso waren Sie denn zu der Zeit noch in der Praxis? Ja, der Besuch von Herrn Lochau, der hat mich und alles durcheinander gebracht, dass ich nur noch eben kurz die Akten fertig machen wollte und wäre sofort ins Restaurant gefahren. Ja, aber das erklärt nicht, warum Ihre Frau in die Praxis kommt. Warum ist sie nicht ins Restaurant gefahren? Ja, wollte ich das wissen. Vielleicht wollte sie mich abholen. Naja, kann ja auch passieren. Und ich bin froh darüber. Was wäre wohl passiert, wenn sie nicht da gewesen wäre? Jetzt denken Sie doch mal bitte nach. Wenn Ihre Frau Sie hätte abholen wollen, dann wäre sie doch wesentlich früher in die Praxis gekommen. Sonst wären Sie ja vielleicht weg gewesen. Was soll ich denn da jetzt zu sagen? Na, ich bin gespannt, was Ihre Frau dazu zu sagen hat. Weitere Fragen? Keine. Danke. Karl Sandner, bitte, dann bleiben Sie unvereidigt. Nehmen bitte Platz. Guten Tag, Herr Sandner. Tag. Nehmen Sie mit Ihr Platz. Herr Sandner, Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. 55 StPO, Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja? Sie heißen Karl Sandner, 37 Jahre alt, Sie wohnen in Hameln, Sie sind ledig, Fotograf, Modelagent auch nebenher und nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Nein. Wie lange kennen Sie sich denn schon, also Sie und der Angeklagte und seine Freundin? Oh, seit ein paar Monaten. Ich habe
Bobby auf einem Event kennengelernt, wo er Türsteher war. Irgendjemand muss ihm erzählt haben, dass ich Fotograf bin und auch eine Kartei mit ein paar Models habe. Und das passiert mir halt öfters, dass ich darauf angesprochen werde. Und ich dachte, er ist auch nur so ein Spinner. Aber als ich dann seine Freundin gesehen habe, muss ich schon sagen, die ist der echte Hammer, ja. Die kann es schaffen. Dir ging es doch nur darum, dass sie für dich arbeitet. Du wolltest sie schön unter deinen Rechnung vermarkten, weißt du? Hast uns schön Honig ums Maul geschmiert und sonst gar nichts, Alter. Du wolltest dich nur an sie ranmachen, gib's zu. Nein, ich wollte halt, dass sie groß rauskommt. Ich meine, das ist schwierig genug mit dir, mit so einem Klotz am Bein. Ich klotz dir gleich eine. Vor allem kriegen sie richtig Ärger, wenn sie jemand bedrohen, ja? Also, ja, was haben sie am Management vom Angestellten eigentlich auszusetzen? Naja, Bobby mag ja als Türsteher ganz gut sein, aber vom Model-Business hat er keine Ahnung. Also so wie der auftritt und Gage verhandelt wie ein Zuhälter, da verschreckt er jeden Kunden. Dein Problem ist, du hast nämlich Angst, dass ich Ahnung habe vom Geschäft, ne? Und mich einfach nicht so einfach übers Ohr ziehen lasse. Und sehen Sie sich auch als die bessere Alternative? Ich will ja nicht arrogant wirken, aber Silvia braucht ein professionelles Management. Jemand, der Beziehungen hat und der sie optimal am Markt platzieren kann. Du erzählst immer, oh, du beschaffst dir ganz viele Fotoshootings. Wo sind die denn, wenn du so toll bist? Ich habe hier doch 3 Shootings hatte sie doch. Das ist doch ein Anfang. Das ist doch kein Shooting hier in Unterwäsche und so ein Schwachsinn. So kriegst du nie einen Durchbruch. Ich hätte natürlich auch lieber große Aufträge mit Headshots gehabt. Und das hätte ja auch geklappt, wenn da nicht diese blödsinnige Allergie dazwischen gekommen wäre. Lass uns mal dazu kommen, was dann nach diesem Lippeneingriff passiert ist. Sie kam nach diesem Arzttermin zu mir ins Atelier. Sie war völlig aufgelöst. Da habe ich sie erstmal getröstet. Und dann habe ich Bobby angerufen, hier auf die Mailbox gesprochen, dass es ein Problem gibt und dass er doch bitte vorbeikommen soll. Ich hatte aber einen Job zu erledigen, deshalb war ich erst um circa 9 Uhr, glaube ich, da im Atelier. Okay, und als er dann seine, ich sage jetzt schon mal, entstellte Freundin gesehen hat, wie hat er da reagiert? Da war er ziemlich auf 180, war wahnsinnig sauer auf den Arzt und hat auch gesagt, der wird da jetzt hinfahren und ihn platt machen. Hat er gesagt, der wird ihn platt machen, ja. Stimmt das so? Ach, kein Plan, was ich da gesagt habe, kann sein und ach, ist doch auch egal. Als ich zu diesem Pfuscher hin wollte, ist mir Silvia gleich hinterhergelaufen. Ja, um sie zurückzuhalten, oder? Ja, sie hat auf mich eingeredet und ich habe das auch gleich eingesehen. Natürlich will er unsere Zukunft nicht gefährden. Ich habe mich beruhigt. Haben Sie es mitbekommen? Dass sie ihm hinterhergelaufen ist schon. Was sie da dann besprochen haben, nicht. Ja, dann, Herr Lochau, sind Sie zur Praxis gefahren oder wie ging es weiter? Ich habe erstmal Silvia nach Hause gefahren. Und dann bin ich zum diesem Pfuscher gefahren, um in Ruhe mit ihm zu reden. In Ruhe? Also unter Ruhe verstehe ich was ganz anderes. Ach. Und Sie haben überhaupt nichts von dem Gespräch zwischen seiner Freundin und dem Angeklagten mitbekommen? Nein, nein, ich bin ja im Atelier geblieben. Ich habe nur mitbekommen, wie er Drohungen gegen den Arzt ausgestoßen hat. Und ich habe die auch ernst genommen. Also ich habe ihm das sofort geglaubt, dass er das macht. Sie haben ihm das geglaubt und trotzdem haben Sie nicht versucht, ihn zurückzuhalten? Bin ich sein Babysitter? Du wolltest mich doch von Anfang an loswerden, damit du hier so ein Knebelvertrag unterjubeln kannst, ne? Das ist doch dein Plan. Das ist lächerlich. Die hat keine Ahnung vom Geld. Nein. Das ist lächerlich. Ach, lächerlich. Ich hab doch gesehen, wie du immer hinterher geglotzt hast, ne? Du willst sie einfach klar machen, das ist das Problem. Klar machen? Stimmt, das haben sie ein persönliches Interesse an seiner Freundin. Nein, sie haben doch gesehen, ich bin vergeben. Ich hab mit ihr das Große losgezogen. Ihr kann deine Silvi das Wasser bei weitem nicht reichen. Aber vorhin haben sie doch noch gesagt, die Freundin meines Mandanten sei der Hammer. Was denn jetzt? Ja, rein geschäftlich. Sie hat eine Attitüde. Mit ihr kann man den Durchbruch schaffen. Aber privat habe ich in ihr kein Interesse. Sind Ihnen eigentlich durch dieses geplatzte Shooting irgendwelche finanziellen Nachteile entstanden? Nein, nein, nein. Aber entschuldigen Sie mal bitte, Sie haben doch dieses Shooting ausgerichtet dafür den Kunden. Da sind Sie doch in Vorleistung getreten. Ja, ja, natürlich. Aber ich habe natürlich ein Ersatzmodel auf Standby. Das ist in der Branche so üblich. Da kommt keiner auf die Idee und setzt nur auf ein Pferd. Wie Pferd? Silvia ist doch kein Pferd, auf das man wetten kann. Aber dir war das so scheißegal, ob sie das Fotoshooting macht oder nicht. Jetzt krieg dich mal. Du wolltest sie nur rumkriegen. Jetzt krieg dich ein. Ich hab Ilona. Ich bin ihr absolut treu. Ich hab kein Interesse an deiner Freundin. Treu? Du und Treue, damit hast du es doch nicht richtig. Ne? Uns hast du auch einfach im Regen stehen lassen. Obwohl wir nur wegen dir angefangen haben, so viel Geld zu investieren. Dann hättest du eben einen besseren Arzt suchen müssen und nicht so einen Pfuscher. Was soll das denn heißen? Jeder andere Arzt hätte genau so gehandelt. Sie haben doch noch nicht mal eine einschlägige Facharztausbildung. Und dann bin ich nicht schuld daran, dass deine Freundin aussah wie Joker. Jetzt reicht's aber. Lass mir doch keinen Pfusch unterstellen. Das war doch nicht meine erste Unterspritzung.
Und wenn Frau Neuer mich nicht angelogen hätte, ja, dann hätte sie jetzt die perfekten Lippen. Bleiben wir aber mal bei dem Abend. Was haben Sie denn gemacht, nachdem der Angeklagte und seine Freundin weggefahren waren? Ich bin im Atelier geblieben. Ich habe noch Bilder nachbearbeitet. Heutzutage ist ja der Beruf des Fotografen hauptsächlich am Computer. Besitzen Sie eigentlich ein Motorrad? Ja, schon. Eine Zeugin will nämlich gesehen haben, wie ein Motorradfahrer nach der Brandstiftung davongefahren ist. Ja, das war Bobby, ist doch ganz klar. Ach, Schwachsinn. Ja, Moment mal. Sie wussten doch ganz genau, dass mein Mandant zum Arzt fahren würde. Und Sie hätten auch einen geschäftlichen Vorteil davon, wenn mein Mandant ins Gefängnis gehen würde, oder nicht? Das ist lächerlich. Fragen wir einfach, welche Farbe hat denn der Tank Ihres Motorrads? Grau. Die Zeugin hat aber ein Motorrad mit gelbem Tank gesehen. Wer fährt ein solches Motorrad, Herr Lochau? Sie, der Angeklagte auf gut Deutsch. Ja, aber ich habe das vorher nicht gelegt. Als ich von der Praxis weggefahren bin, hat es nicht gebrannt. Ja, und das bedeutet für mich in der Quintessenz, entweder stimmt etwas an dieser Zeugenaussage nicht, oder aber es war jemand anders mit dem Kraftrad danach nochmal bei der Praxis. Ich habe einen Klassiker. Das ist ein ganz altes Motorrad, das wird nur noch selten gefahren. Und ich habe das sowieso schon seit Monaten nicht mehr gefahren, weil ich mir einen Nagel reingefahren habe und bisher nicht dazu gekommen bin, ihn in die Werkstatt zu bringen. Noch Fragen? Ich habe keine Fragen. Danke, dann dürft ihr Platz nehmen, Sie bleiben unvereidigt. Silvia Neuer, bitte.